Ah, geht schon. Dong, 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 dong. Grüß euch. Jetzt zeige ich euch einmal meine Werkbank, gell? Weil jetzt habe ich es angerammt und ich habe in der Werkbank einen Schraubstock einbaut, diverse Schienen einbaut, eine Handkreissäge einbaut, eine ganz böllige. Ich weiß gar nicht, die hat glaube ich 30 Euro gekostet oder keine Ahnung jetzt, gell? Wie heißt das Anschlag da? Die Treitenfräsen, ne? Das ist ja klar, habe ich auch da eingebaut. Und damit ich das Glas bedienen kann, habe ich das mit Plexiglas gemacht und nicht mit den teuren, depperten Plastikplatten, wo du nichts durchsiehst, weil ich will sehen, unterhalb wo ich hingreife. Ne? Ich bin ja da, also meine Werkbank da ist ganz rustikal zusammengebaut mit einer schweren, dicken MDF-Platte oben drauf. Und mit Fichtenholz und mit Bresch. Ich zeige euch das jetzt, gell? So, fangen wir mal damit an. Mit die Radl. Warte mal, die sind da hinten. Schaut, sieht man da überhaupt was? Das sind Radl. Die halten 2 Tonnen aus. Das Holz nicht, aber die Radl. Weißt, das, damit sich die Räder nicht verformen, wenn sie länger stehen. Weil sonst fängt das Ganze zum Wackeln an. Die ganze Werkbank hat ein Wahnsinnsgewicht, weil ich habe da einen Haufen Klumper da drinnen liegen. Wie man sieht, nicht? Weißt du, da sind noch andere Werkzeuge und Kisten da drinnen. Da ist also ein Zwischenboden. Ah, man sieht nicht, ja. Da muss ich mal schauen, da auf dem blöden Bildschirm, weil ich das oft nicht sehe. Und da stehen wir auf sozusagen so auf so eine Gummiböcke. Und deswegen steht die ganze Werkbank wie ein Bauk, gell? Ich schätze jetzt einmal, ich habe keine Waage, wo ich es aufstellen könnte. Aber ja, so 300 Kilo wird sie schon haben. So, jetzt kommen wir mal auf der Seite zu. Das blöde Mautbandl im Weg. Da bin ich auch noch am Arbeiten, das ist noch nicht fertig. Warte, das ist da herüben. Das ist der Anschlag. Und die Absaugung für die Oberfräsen, gell? So ist im rechten Winkel und bla bla bla, so wie es halt eh jeder hat halt auch, ne? Und ich habe da gleichzeitig bei den Fräsen da unten, oh, die greife jetzt unten rein, da siehst du meine Bratzel, schau, ist das nicht toll, siehst du, und da habe ich noch einmal Absaugung, das heißt, ich tue zweifach absaugen, da habe ich meine eigenen Zwischenringe gebaut, ne? Und so weiter. Warte, jetzt gehen wir da her. Da habe ich ein Ladl drinnen, sogar zum Ansperren. Und da habe ich mein Zubehör drinnen jetzt da, für die Fräsen, die was da im Tisch einbaut ist und für ein paar andere Fräsen auch noch. Wo ist denn die blöde Kurve? Ich leg mir mal schon von die Kurve hinkramt. Ich bin schon gleich so ein Haberer. Nicht einmal weiß ich, wo die Kurve wieder mal anfliegt. Witzig, da ist normales im Ladl da drin und das ist das ganze Zubehör, was ich an und für sich da für die Fräsen verwenden tue. Jetzt muss ich echt blöd schauen, wo mich die Kurve verrammt. Ja, Himmel Sakra, ist ja scheißegal. Hast du irgendwo oben gelegt? Ah, nicht, gell? Weißt du? Ja, ist ja wurscht. Ihr kennt die Geschichte. Da ist ein Loch, schau, wo mein Finger ist. Da fährt man durch oben und wenn du meine Hand siehst, so schau, da unten siehst du meine Hand, da stecke ich die Kurbel dann drauf. Also ich hab da brauch da nicht einmal anfahren, irgendwie deppert. Und hab da, meine Platten kann ich wunderbar einstellen, gell? Das ist alles optimaler geht es nicht. Und ja, da habe ich jetzt einen ganz wilden Fräser drinnen, das halbt so. Da habe ich natürlich eine Schiene auch eingebaut. Ne? Die Billigberger Schiene, weil da gehen wir nicht durch die Fräsen, weil die Schiene kostet einen Schass. Da habe ich eine 8er-Nut-Schiene drauf, weil da habe ich jetzt meinen Anschlag drauf gerade und da habe ich die Kreissäge einbaut. Das ist also ein Billigberger Klumpert. Genauso wie da habe ich auch eine Schiene durch um mich, wo ich meinen Queranschlag praktisch durch um mich ziehen kann. Auch alles natürlich optimal, gell?
Und da habe ich meinen Schraubstock eingebaut, da habe ich meine Löcher drin, da habe ich verschiedene Löcher drinnen. Ich habe da 20er Bohrungen und, was ist das? 24er Bohrung habe ich da, ganz eine depperte, weil ich meine ganzen Stiefelwerk, was ich da habe, so wie der da, das ganze Holz, was ich da habe, was man da sieht, das hat alles 24 bei mir, deswegen sind auch die Löcher mit 24 und meinen ganzen Tisch um den Ton. Da auf der Seite habe ich eine ganze Wand, warte gerade es um, dass man von der Seite so wie sieht. Scheiß Flex da im Weg. Da habe ich meine Wand durch um mich, wo ich zum Beispiel eine Tür aufspannen kann, in der Höhe, so wie es ich brauche. Darunter habe ich ein flexibles Stück, das ich verschieben kann, damit ich das dort hinschieben kann, wo ich es brauche. Wo ich auch meine Stiefel rein tun kann, so wie der da. Ne? Oder so wie da, siehst du, meine Holztrimmer, die ich dann reinstecken kann, genauso wie oben zum Spannen beim Schraubstock. Wenn ich was zum Beispiel, so wie da, siehst du, stecke ich das jetzt rein. Ne? Und beim Schraubstock habe ich dann auch so einen kleinen Zunzel zum Rausziehen. So, jetzt wird der Akku leer, ich halte es nicht aus. Und mein Schraubstock, das ist die wilde Sau da, die fast 30 Kilo hat. Da drückst du einmal auf den Hebel drauf und der geht auseinander. Da hast du einen Schnellverschluss. Weißt du, jetzt lange mal anscheißen und du kannst einen Stapel einspannen und die aufsetzen. Du kannst höchstens die Bank umschmeißen, weil der Schraubstock hält wie Sau. So, und damit ich jetzt euch meinen Anschlag zeigen kann, da wird es erst schauen. Weil auch jeder immer so einen anscheißt mit ihren Kreissägen, was haben. Ich habe auch eine große Kreissäge, habe ich auch noch in der anderen Garage drüben. Ich brauche die ganz selten, aber für Feinarbeiten, warte mal, was macht denn der 55 mm, hat die Schnitttiefe. Ich habe da, wie ihr seht, zwei Schlitze reingemacht. Der eine ist für 45 Grad und der andere ist für 90 Grad. Und mein Anschlag hat nichts zum Festschrauben, sondern nur zum Einstellen. Ist eine selber trickste Sache. Ich kann ihn da verschieben. Und wenn ich jetzt da was habe, dann lege ich immer Maß rein da. Vor mit meinem Anschlag zu, schau. Zack. Tue das Stickel außer. Schau, und ich kann da zu wie drucken. Warte, ich mache das ein bisschen besser, dass man was sieht. Der Hund birgt sich nicht. Du kannst andrucken, wie du willst. Der ist da beinhart, liegt der da. Da sieht man sogar einen Strich, schau, der rechte Winkel auf, das ist also ein Bleistiftstrich. Du musst nur da unten andrucken. Wenn du da andruckst, dann verstößt du ihn. Aber wenn du jetzt da beim Sockblattl arbeitest und du ziehst da jetzt ein Holz durch, geht der Teufel nicht um mich da, weißt du? Und da sollen sie sich ihre ganzen anderen Anschläge, was vorne und hinten zum Feststrauben sind, die können sie sich alle am Arsch schieben. Siehst du, schau, das ist ganz billig. Ich drucke mal da an, schau. Das ist wirklich, ich drucke jetzt an, gell. Da tut sich nichts, der ist beinhart steif. So arbeite ich. Warte, jetzt zeige ich euch noch schnell die Vorrichtung. Weil auf der Hinterseite sind Radl und auf der Vorderseite habe ich da einen Hebel. Schau. Mit dem, den ziehe ich jetzt auf. Dann habe ich da eine Sache, wo er hängen bleibt. So, und jetzt schauen wir noch da kurz runter. Bevor mein Akku ganz leer ist. Da unten so ein Radl, gelenkte. Siehst du? Schau. Und jetzt kann ich meine ganze Werkbank spazieren fahren. Gell? Seht ihr das? Ja. Und jetzt tue ich den Hebel wieder zurückstellen. Zack, ziehe ich meine Bank Vierer von und das steht wie Bock. Gell? Und wenn jetzt noch einer sagt, ich brauche eine bessere, für mich ist die optimal. Sie hat 1,40 m x 80 m. Sie passt vom Maß her optimal. Ich habe mit die Fräsen da eingebaut. Kann man einen Fräsanschlag da auf machen, den mache ich immer mit den Zwingen auf, genauso in den Abstand wie ich es brauche. Hab meinen kleinen Kreissack da drinnen, wo ich auch lässig arbeiten kann. Hab meinen Schraubstock da, hab da unten einen Klumper drin, wo sie sonst nicht im Weg am Rand steht.
Ja, und außerdem bin ich mobil mit der Bank. So. Ja, das war's jetzt. Das nächste Kapitel wird dann die Kappsäge sein, wenn ich es freigeräumt habe. So, ich habe meine Kurve endlich gefunden. Das schaut so aus, indem wir das jetzt da. Wenn wir gleich anders gehalten, damit du das siehst. Da ist das Loch. Da fahre ich rein. Und sieht man das jetzt unten? Ich bin nämlich schon drinnen. So wie es ausschaut. Ja. Schauen wir oben. Sieht man das? Und das ist wegen dem Glas, weil man das einfach sieht. Dass du nicht einmal anstirlen musst. Ne? Jetzt muss ich nur schauen, ob ich die offen habe. Ja, habe ich offen. Und jetzt fahren wir mal hoch mit dem Zeugs. Dass einmal der Fräser da auftaucht. Und da musst du lang kurbeln. Bei dem Getriebe, dass der ganze Fräserwaschel rausschaut dann. Weil das ist einer, mit dem mache ich so Rahmerl. Solche Rahmerler. Sieht man es? Ja. Und von der Kehrungsseite, von der Seite. Ja, dass man sieht so ein bisschen, ja. Ziehe ich nachher mit einmal durch, Omi. So, was habe ich euch noch nicht gesagt von der Bank? Ja, ich habe halt überall nachher meine Schnellzwingen, was wichtig ist. Nicht? Die kauft man sich einmal und man hat eine Ruhe. Weil das sind kein Klumpert. Ah ja, genau, das wollte ich euch sagen. Jetzt kurz aufschwenken da. Da oben habe ich eine Kabelrolle montiert. Warte, ich greife jetzt einmal hin. Wo ich meinen Stecker runterziehe. Dorthin, wo ich ihn brauche natürlich. Ne? Brauche ihn bei der Kappsäge, brauche ihn bei der Bandsäge oder bei meinem Tisch da. Und ich lasse ihn dann zurück auf die Ratsch. Ne? Und da habe ich überall noch meine Kabel da unten drinnen liegen. So wie da, auch mit einem eigenen Schalter dann immer gleich, damit ich die Geräte da drinnen nachher nicht extra aus- und einschalten muss. Ja, habe ich sonst irgendwo was noch zum Schnellherzen gehabt? Ah, genau. Und wenn ich meinen Anschlag nicht brauche, dann ziehe ich ihn mal runter, legen da unten eine, ohne irgendein Problem. Jetzt habe ich den Tisch oben wieder frei, so wie ich es normalerweise gewohnt bin. Kurve muss ich natürlich außer tun. Fräser müssen die jetzt reinfahren. Gut, dann werden wir gleich wieder zurück reinfahren mit den Zosen. Schauen wir gleich, siehst du, das funktioniert. Super. Ab mit dir in die Tiefe. So, Kurve weg. Alles angerammt vom Tisch zum Beispiel. Meistens habe ich meine Fernbedienung und meinen Maßbandler immer da liegen. Und dann habe ich da das, was ich meistens dann auf meinem Tisch liegen habe, am Atem. Die schmeiße ich da auf auf meinen Tisch. Und das ist ein Ding auch. Anzer, glaube ich, ist das, gell? Ja, halt, weißt du, und die deckt so ziemlich meinen Tisch auch. Da habe ich dann gleich immer meine Linien drauf, wenn ich sowas mache, mit rechten Winkel, und ich kann dann gleich irgendwie so meine Einteilungen zirkelmäßig machen, weil es da immer gleich sich. Und da schneide ich dann an und mit dem Stanley-Messer etc. mit dem Teppichcutter oder wie sonst wer sagt dazu. Mein Klumpert ist angedeckt. Das hat leicht Platz auf dem Tisch. Wie gesagt, Stromanschluss habe ich da oben. Ja, ich habe einen Stromanschluss natürlich da herunten auch miteinander legen, gell? Ich habe 100.000 Geräte. Aber die meisten sind mit Akku, so wie da habe ich mir jetzt gerade wieder einen zugelegt. Einen Staubsauger. Der ist recht lässig, der kleine Teufel. Weil den habe ich dann noch einmal da angeschlossen bei der Bank. Weil ich habe die Kreissäge, hat da Absaugung, es hat ja alles Absaugung. Da habe ich noch einmal einen Akkustaubsauger. Da ist der nächste Akkustaubsauger. Das wird alles mit Akku-Staubsauger abgesaugt und auch mit dem anderen Staubsauger, der im Dachboden ist.
Das ist da hinten die Leitung durchlaufe. Das werde ich anders mal euch zeigen. Und da habe ich meinen 100er Schlauch da hinten. Und mein Rohr und meinen Abscheider. Ja, die Absaugen kommt man mal ein anderes Mal dran, gell? Wenn ich überall wieder zu komme, so halbwegs, gell? Genauso wie die Kappsäge werde ich auch mal vorführen da, das Gerät. Weil das ist bei mir alles eine Frage, gell? Alles, was du da siehst, herumstehen, sogar das Regal da hinten, warte, ich probiere das einmal zu, mein. Jetzt macht das ein bisschen heller. Das Regal da hinten ist auch ein Fradl. Das ist alles ein Fradl. Bis auf mein Wohnzimmertisch da, weil es ist ja im Prinzip das Reservewohnzimmer mit der Bank und alles. Der Ofen neben steht, was du hinhaken kannst. Und wo man die Stereoanlage noch kurz leiser schalten kann. Wenn wer einer kommt bei der Tür, gell? So, das war's jetzt einmal. Was ich euch sagen wollte, genau, es ist ja eigentlich nur gegangen um die Werkbank, dass ich einmal ein Video mache von der komischen Werkbank da. Weil es macht ja jeder seine Werkbank anders, was ja auch vollkommen richtig ist. Und ich muss sagen, ich habe lange überlegt, und ich habe das ist nicht meine erste, gell? Außerdem habe ich einen ganzen Arsch voll Werkbänke, weil da ist die nächste Werkbank, das ist auch ein Fradl. Da sind die Akkugeräte aufgesteckt und aufgehängt auf ein Regal und da habe ich ein Ladl, wo ich die ganzen anderen Utensilien drinnen habe. Die geilsten Bohrer und Bedienungswerkzeuge etc. Ist genauso ein Radl zum Herumschirm, da habe ich sogar einen Kompressor eingebaut. Da ist ein kleiner Kompressor hinten drinnen, der auch mitfährt. Das Ganze ist auch mit einem Stecker versehen, das heißt, ich stecke da einfach an bei der Bank und ich habe da überall meinen Strom und meine Schraubstöcke. Ich habe auf der Bank einen kleinen Schraubstock, einen mittleren Schraubstock, dann habe ich da so ein Utensiliengerät, das ich überall mitnehmen kann. Warte, ich gehe da mehr ins Licht um, dass ihr das seht. Das zum Beispiel ist so ein Klumpert, wo ich einfach Aufhebung mitnehme, wo alles drinnen steckt, was ich so brauche. Schlüsselmäßig, Stufenbohrer, Gewindebohrer, Ratschel, alles da, was du brauchst. Alle möglichen Bohrer, was du immer damit, was du bei der Hand hast, Automatikkörner. Gar nicht denken drauf. Gell? Okay, das. Und dann, wartet mal, da drüben das Licht einschalten, oder man sieht es vielleicht sogar. Da ist nochmal Werkbank. Das ist jetzt eine billige 50 Euro Werkbank, wo ich jetzt gar nicht zugekommen mit einem Fullauszugladl, was auch recht lässig ist. Da hängen jetzt einen ganzen Haufen Schlüssel halt, was man so braucht, nicht, wenn man ein Auto fetzt und zerlegt, nicht, und wieder zusammenbaut. Nicht. Die Werkbank ist eigentlich auf der Schweißerseite, wie man die Schweißgeräte und so Klumpertwerk hat. Da habe ich noch eine Werkbank. Das ist auch mit einer Schweißplatte und wieder ein Schraubstock. Schraubstöcke habe ich auch ganz einen Arsch voll. Das ist ein Nachkastel gewesen. Das ist auch ein Fradl. Hat ein Ladl und ein Dirl und da habe ich unten drin einen Haufen Klumper da. Und da hinten auf der Wand, und wie gestellt er das jetzt einmal hin? Das sieht man jetzt nicht, das ist ein bisschen das Fenster. Dort habe ich die ganzen Flexscheiben und ganze andere Klumper da miteinander. Und dann die nächste Werkbank, wenn man es genau nimmt, ist die Schweißbank da. Aber die kennt ihr eh schon, ich habe das alles drinnen, Schweiß, Tisch etc. Habe ich alles extra, genauso wie vom Schraubstock. Schraubstock habe ich auch ein eigenes Video drinnen. Man kann es auch schauen. Das war einer meiner ersten Videos, wie ich den Schraubstock montiert habe da. Und muss ich sagen, ich habe mir das gut überlegt, weil wie ich den Schraubstock gekriegt habe, habe ich mir gedacht, scheiß mir an, die Hand ist wirklich so schwer. Weil wenn du jetzt eine kleine Werkbank hast, brauchst du den Schraubstock gar nicht anfangen dort einbauen oder montieren. Weil da fliegt die Werkbank um, gell? Weil die hat nämlich einen gescheiten Auszug, gell? Den kannst du ausziehen, siehst du, du kannst die Breiteln oder was du einbaust, dass die Alubocken etc., das ist wurscht. Du hast überall die Möglichkeit, dass du das einschraubst, weißt? Ganz normal. Also ich habe das einfach nur so mit ein paar Schraubern festgehalten, weil er braucht eh noch ein bisschen halten, ne? Und da hat man nachher so einen Hebel. Da drückst du drauf und dann zack, hast du den Schnellverschluss, weißt? Und
Das war mir wichtig. Da habe ich mir das Klumper da umhängen, so wie da habe ich auch so ein Sagel drauf. Ein Bordwisch habe ich da hängen auf meiner Werkbank. Nicht? Da muss ich auch zwischendurch was abwischen. Die Gummihaber habe ich da unten drinnen, damit nichts verrutscht. Da habe ich dann wieder Federzangen nehmen. Was habe ich denn da? Ah ja, da habe ich ein anderes Sagel, auch wieder ein englisches. Ein gescheites halt, ne? Weißt du? Ja. Ab und zu habe ich natürlich auch noch ein Zwingen gleich drauf picken, ne? Ich brauche es da immer gleich bei der Hand, ne? Und ja. Ich glaube, jetzt habe ich alles gezeigt. Von der Bank zumindest. Und ich finde, ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden mit der Bank. Ich kann nur eins sagen. Das einzige, warte, das klumpert einmal um mich wieder da. Weil das gehört ja zu anderen. Ah ja, schau, jetzt sind wir drauf gekommen. Da hinten ist noch einmal ein Schraubstock. Den ich ganz selten benutze. Wie man sieht, ich habe gar nicht gewusst, dass ich da noch einen Schraubstock habe. Jetzt habe ich wieder vergessen. Siehst du, das ist der Alzheimer schon. So ein alter Depp wie ich. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wenn der Laden. Ja, das ist halt alles flexibel bei mir. Und ich komme mit der Größe aus. Sie darf nämlich nicht zu groß sein. Sie darf nicht zu klein sein. In dem Fall habe ich da alles eingebaut, was ich mir brauchen tue. Und ja, wie gesagt, ich kann es einmal anschieben. Das ist mir das Allerwichtigste. Gell? Und ja, ich habe überall Radl drauf. Ne? Wenn du da jetzt umschaust, warte, jetzt sagen wir das einmal zu. Da sind auch Radl drauf. Das ist zum Beispiel die ganze Kiste, was ich da sehe mit der Kappsäge, da ist auch ein Radl. Da kann ich sogar einen Hof ausschieben und draußen schneiden, weil das einfach ich so gebaut habe. Ja, ich glaube, jetzt bin ich fertig mit den Nerven und ich auch, gell? Bin neugierig, was ihr sagt zu meinem Häusl da. Ja, von der Seite mal anschauen, weil da habe ich auch etliche Löcher gebohrt. Und das ist ja so, wenn ich jetzt da zum Beispiel, genauso das wollte ich euch sagen, wenn ich da habe ich eine Reihe Löcher immer und sollte ich da was Längeres brauchen, bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht, dann bohre ich mir halt. Dann bohre ich mir halt da noch ein Loch rein und da noch ein Loch oder was weiß. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht. Also ich zum Beispiel bin der Meinung, dass ich mein Tisch nicht aus meiner Tischplatte nicht ein Sieb mache, weil du bleibst ja auch bei jedem Loch irgendwo hängen beim Arbeiten. Ne? Wenn es jetzt nicht auf. Also bei jeder Schiene, alles ist irgendwie ein bisschen ein Handicap, was da alles einbaut ist. Ne? Und wenn ich wirklich ein Loch mehr brauche, ja, dann mache ich mir eins. Ne? Und wir reiten. Bis jetzt haben wir die Löcher gereicht, was ich da gebohrt habe. Und ja. Ja, was soll ich sonst sagen? Alles so, wie ich es mir halt vorstelle. Ne? Und wie gesagt, ich weiß halt gar nicht, was ich bei meiner Bank noch verbessern kann. Oder wolle. Weißt du? Auch von herumschieben mit den Radl. Ich komme da voll klar damit und habe da noch nie ein Problem gehabt. Auch wenn ich da bei mir bei der Tür rausfahre, einen Haufen mit der Bank, da habe ich da so eine kleine Rampen, die ich da zugestelle. Ja, ich habe kein Problem, ich fahre mit der spazieren. Und ja, mein Hof draußen, den kennt ihr eh auch schon, ne? Der ist eh asphaltiert, was will ich noch mehr, ne? Ja, das war's, gell? Das gefreut mir. Und für dich, gell? Danke fürs Zuschauen.